So. Lalalalalala. So. Schnell. Eieiei, es hat ganz schön lange gedauert, ne? Das war's. Kinderleicht. Watson, tun Sie den Schlüssel wieder dahin, wo er hingehört, bevor der Besitzer merkt, dass er weg ist. Ich beeile mich. Ich konnte den Schlüssel unbemerkt zurückbringen. Ausgezeichnet. Gehen wir rein. Sollten wir ihn ja wieder zuschließen? Nur mal so als Gag. So, was haben wir denn hier? Ein Belüftungsfenster. Jo. Jo, ein Belüftungsfenster. Ist es irgendwie von Interesse, das Belüftung? Diese Öffnung führt in den bewachten Bereich. Holmes, psst, hören Sie. Ja, aber das war was anderes. Ich verdiene zwar meine Kröten mit Auftragsmorden, aber das war ja sogar sowas wie ein Papst oder so. Und wir haben nicht mal... Ja, ich weiß, ich habe jetzt richtig edle Schuhe. Die sind bestimmt so um die 20 Pfund wert. Aber trotzdem, der Boss ist unzufrieden. Und wenn ich sehe, dass er unzufrieden ist, krieg ich's mit der Angst zu tun. Ich hab nicht vor, wie kurz zu enden. Vielleicht hast du recht. Aber das wäre unsere Chance, es wieder gut zu machen. Wir müssen's dieses Mal halt einfach richtig machen. Beim nächsten Mal wird er nicht nochmal ein Auge zudrücken. Das sind die Mörder des Bischofs, Holmes. Die Schurken. Beruhigen Sie sich, Watson. Wir müssen uns um die Wache an der Tür kümmern. Ich denke, hier sollten wir etwas finden, was selbst einen Elefanten ins Reich der Träume schicken könnte. Gut. Und dann? Dann kümmern wir uns um diese beiden Halunken. Ja, Watson. Psst. Die hören dich doch. Die zwei, die sind also die Mörder des Bischofs. Aber wer der Boss ist, das wissen wir noch nicht. Kleine Opiumkügelchen. Ich nehme einen Löffel voll mit. Okay. Jetzt haben wir schon mal Opium. Damit können wir den ins Reich der Träume schicken. Eine Spritze könnte sich als nützlich erweisen. Die jagen wir den einfach ins Bein. Bah, was für ein Gestank! Diese Flasche ist voll mit Barbitursäure. Wir Mediziner verwenden sie manchmal als Beruhigungsmittel. Barbitur, wieder was gelernt, ist ein Beruhigungsmittel. Noch nie was davon gehört. Barbitur. Nee, wir gehen nicht raus. Was ist denn überhaupt das hier? Ein Sichelmesser mit einer stabilen Klinge. Damit schneidet man... Damit... Keine Ahnung. Dieser undefinierbare Stab könnte gut und gerne als Waffe durchgehen. So, jetzt haben wir schon mal zwei Waffen. Eine Sichelklinge und einen Stab. Was haben wir denn hier noch? Ich brauche etwas. Ach so. Aha, du brauchst etwas. Können wir erstmal was hier kombinieren? Zum Beispiel die... Nee. Aha, jetzt haben wir die Barbitursäure aufgespritzt. Und die... Nee, die können wir nicht. Und hier ist ja Quatsch, ne? Müssen wir den Opium ein bisschen verstößeln? Nee, ne? Okay. So, dann würde ich sagen, müssen wir... die Barbitursäure erstmal hier reinhauen. Ich brauche etwas. Nee, wir müssen... Na doch, das Opium da reinmachen. Vielleicht. Eventuell. Ich brauche etwas. Was könnte man noch? Alles andere ist doch Quatsch, oder? Ich brauche etwas. Auf alle Fälle ist es andere Quatsch. Ich brauche etwas. Tut mir leid. Aha. Ich brauche etwas. Ja.
Ja, ich kenne mich nicht so aus mit dem Opiumgeschäft hier. Okay. Und jetzt das, die Barbitursäure? Quatsch, oder? Ich brauche etwas. Nicht wirklich, ne? Du brauchst einen Brenner. Du brauchst hier den Brenner. Ich brauche etwas. Oder? Was haben wir denn noch? Ich brauche etwas. Eine Schere? Machen wir doch nichts, oder? Wir haben noch irgendwas. Fehlt uns noch, ne? Was noch hier im Raum rumliegt. Ich brauche etwas. Ey, ich weiß, es ist nur blödes... Ach nee, halt! Hier, das muss angezündet werden. Holmes, denken Sie wirklich, dass das der richtige Zeitpunkt ist? Keine Sorge, Watson. Mein Geist verlangt nur nach Stimulation, wenn er nicht beschäftigt wird. Und das ist im Moment nicht der Fall. Ich erhitze diese Opiumkugel nur, um eine flüssige Lösung zu erhalten. Sie haben da ein äußerst starkes Beruhigungsmittel, Holmes. Seien Sie vorsichtig, die Dosis könnte tödlich sein. Diese Tür sollte doch gar nicht offen sein. Wir müssen uns verstecken, Holmes. Dazu ist dieser Ort nicht besonders gut geeignet. Die Idee gefällt mir zwar gar nicht, aber wir müssen uns auf unser Glück verlassen. So, jetzt ist sie wieder zu. Wir sind eingesperrt! Ja, deswegen brauchst du nicht so rumzuschreien, Watson. Auch wenn das jetzt hier böse enden könnte. Wie kommen wir hier wieder raus? Na, endlich sagt er mal was anderes. Das machen wir schon. Das ist alles kein Problem. Watson, sag ich schon. Holmes, der hat ja auch ab und an Opium genommen, um seinen Geist zu stimulieren. Muss ja nun nicht unbedingt sein, aber... Es ist, wie es ist. Schau mal erstmal die Tür an. Lässt sich nicht öffnen. Tja. Dann nimm doch mal das. Lässt sich nicht öffnen. Oder nimm... Lässt sich nicht öffnen. Also es lässt sich, würde ich mal sagen, nicht öffnen. Was haben wir denn noch in dem Raum? Hier, wir haben noch den, diesen Lüftungsschlitz da drüben. Oder... Na, hier oben. Der hat doch irgendwas zu sagen. Ich denke, dieses Fenster ist groß genug, um uns hindurchzwängen zu können. Das Fenstergitter ist ziemlich robust. Wir müssen es irgendwie herausbekommen. Dann nehmen wir... Offen. Aber das Fenstergitter ist ziemlich schwer. Wir brauchen etwas zum Verkeilen, um es offen zu halten. Ich hab was zum Verkeilen. Hier. Gut, wir können hier raus. Nach Ihnen, mein lieber Freund. In Ordnung, Holmes. Das ist ganz schön groß geworden, ne? Oder vorhin nicht so groß. Naja, egal. So, jetzt. Psst. Kann ich hier auch was falsch machen? Kann ich hier auch was Falsches machen? Warte, wir müssen mal hier, ja genau. So, jetzt. Warte mal. Hier dürfen Sie nicht rein. Gehen Sie woanders hin. Und wenn wir hier ein Streichholz unter dem... Ja, ist Quatsch, ne? Es wird Zeit zu handeln, Watson. Gehen Sie und lenken Sie diesen Rüpel ab, der die Tür bewacht. Was? Warum machen Sie das nicht selbst? Immerhin sind Sie ein hervorragender Boxer. Sie soll nicht gegen ihn kämpfen, sondern ihn nur zu mir locken. Ah, ich verstehe. Das Beruhigungsmittel ist also für ihn. Gut geschlussfolgert, Watson. Tun Sie etwas, um die Wache anzulocken. Viel Glück, Watson. Sir, wären Sie so freundlich und würden kurz hierher kommen. Ah.
Sie schon wieder? Ich habe schon gesagt, dass es hier nichts zu sehen gibt. Verstanden? ja, das Spektakel werdet ihr jetzt wohl noch öfter sehen, denn ich bin bei zeitlich begrenzten Dingen nicht so gut. Tun Sie etwas, um die Wache anzulocken. Viel Glück, Watson. Sir, wären Sie so freundlich und würden kurz hierher kommen. Puh. So. So, Raum Nummer 1. Nein, nicht da entlang. Wir müssen sie überraschen. Nehmen wir die Treppe, Holmes. Das ist richtig. Das war doof von mir. Leise. Sie sehen uns nicht. Holmes, was zum Teufel machen Sie da? Nein, nicht! Hände hoch und keine miesen Tricks! Sie sind verhaftet. Festnehmen. So sei es. Kommen Sie, Watson. Gehen wir. Warum sind wir in die Baker Street zurückgekehrt? Wir hätten besser mit Baines mitgehen und diese Kriminellen befragen sollen. Nein. In den Händen der Polizei werden diese Halunken kein Wort sagen. Und das wissen sie. Schließlich riskieren sie, gehängt zu werden. Ah, oh, also war das alles für die Katz? Sie haben nichts gefunden. Sherlock Holmes ist überhaupt nicht cool, finde ich. Ich glaube, ich mag ihn nicht. Schaut, was ich gefunden habe. Lass das. Wir mögen ihn zwar nicht, aber das muss nicht sein. Gib das zurück. Ist doch nur eine Puppe. Das ist der Speicher von Sherlock Holmes. Muss alles ihm gehört haben. Ich will wissen, wie es weitergeht. Lies weiter. 3 heiße Spuren und 2 Sackgassen. Der arme Neffe ist tot, aber Baines hat die Mörder des Bischofs. Jetzt fehlt nur noch der Hattentöter. Haben Sie ihn befragt? Nein. Darf ich fragen, wann Sie das zu tun gedenken? Sobald ich ihn gefunden habe. Was? Wollen Sie etwa damit sagen, dass er ein weiteres Mal entwischt ist? Ja, aber dieses Mal war es nicht Ihr Fehler und auch nicht meiner. Sie haben mich benutzt, Holmes. Ich habe unwissentlich einem der gefährlichsten Verbrecher des gesamten Königreichs zur Flucht verholfen. Also sagen Sie mir bitte, warum? Eine Erklärung würde nichts bringen, sondern nur zu weiteren sinnlosen Fragen führen. Haben Sie wenigstens irgendeinen Anhaltspunkt, wo er sich verstecken könnte? Vergessen Sie Hans Schiemann für den Moment, Watson. Vertrauen Sie einfach darauf, dass sich alles so fügen wird, wie es soll. Auf jeden Fall hat sich die Nachricht wie ein Lauffeuer verbreitet. Sehen Sie sich nur die Überschriften an. Alle Zeitungen berichten darüber. Und der Globe Explorer. Die Redakteure reiben sich sicher die Hände. Sollen die Hunde doch mit dem Rudel bellen, Watson. Aber wie konnte Farley so gut Bescheid wissen? Sehen Sie, er erwähnt sogar unseren Besuch in der Opiumhöhle mit allen Einzelheiten. Woher wusste er das alles? Lassen Sie mich mal sehen. Im Gegensatz zu Ihnen, Watson, glaube ich nicht, dass wir es hier mit Sackgassen zu tun haben. Uns fehlt einfach nur der Zusammenhang. Etwas oder jemand, wo alle Fäden zusammenlaufen. Und der mysteriöse Informant unseres Journalisten könnte dieser jemand sein. Sollen wir versuchen, seine Identität aufzudecken? Das ist zwingend erforderlich. Werfen wir einen Blick auf die Karte. Wir müssen mit Mr. Farley reden. Also, das Gruseligste an diesem ganzen Spiel, das sind diese Kinder, übrigens. Ja, ich muss da Holmes zustimmen. Wir begreifen noch nicht ganz die Zusammenhänge. Und er spricht mir aus der Seele, dass wir die Fäden zusammenführen müssen.